Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wenn ich noch einmal geschlagen werde, dann bin ich tot. Ich brauche hier gerade mal irgendwie ein kleines freies Plätzchen. Avo und Vel, die sind ganz, ganz weit weg und haben mich hier alleine gelassen. Das ist nicht ganz richtig. Das kannst du so nicht sagen. Oh, ich habe 4 HP. Ich habe nur noch 4 HP. Wenn hier jetzt irgendwas unvorhergesehen um die Ecke kommt, da oben ist eine Hornisse. Ich sterbe hier gerade 1000 Tode. Avo, ich habe erst letzte Holz besorgt. Ich besorge mal eben neues Holz und dann mache ich dir direkt auch Stahlwerkzeug. Ja. Ja, wir hatten nur noch 5 Holz und die habe ich jetzt benutzt, um mir... Nee, ich nehme jetzt gerade das letzte aus dem Campfire raus. Das brauche ich jetzt mal gerade. Wofür? Nein. Um mir wisst ihr, das Gemeine ist, ich habe... Was hast du? Xyra ist tot. Ein Hund. Ich habe einen Hund. Du hast einen Hund. Oh, scheiße. Und da ist unser ganzer Kram drin in meinem Rucksack. Nein. Ja, du hast ihn jetzt erst einmal verloren. Das geht ja noch. Wir haben ihn zweimal verloren. Genau. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du alles in deiner Macht Stehende tun wirst, um dann auch nochmal zu verlieren. Nein, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich hol's wieder. Aber ich muss erstmal irgendwie was Waffentechnisches haben. Weil ohne kann ich da nicht hin. Da ist das echt verseucht. Ich muss gleich mal eben dringend Werkzeuge leveln, weil ich kann nur 193er herstellen im Stahl. Das ist ein bisschen ungünstig. Das ist nicht wirklich so geil, 193. Naja, aber es ist zumindest mal etwas. Ja, aber... Wenn du dann Mining 69er hochlevelst, dann geht das schon ganz gut. Dann machst du so den normalen 500er Stahl mit 2 Schlägen mal eben hinüber. Doch, Holz. Ich brauche einfach nur ganz normales Holz. Mit einer Feuerachs gerade nicht so. Ach so. Siehst du, was wir eigentlich vor der ersten Folge sagen wollten, das können wir jetzt mal einmal nachziehen. Wir haben noch Steine oben. Ja. Ich habe so einen netten Kommentar gekriegt, von wegen, weil ich am Überlegen war, in den Cobblestone hast du nicht gesehen, aufzuwerten auf den Zement. Mhm. Und da habe ich so einen netten Kommentar gekriegt, ist deutlich teurer, weil du musst dann mit Zement auch mit Concrete Mix zweimal aufwerten. Und das macht das Ganze dann wieder nicht mehr so interessant. So, ein Bogen. Ich hätte schon gehört, ich habe einen Zombie gehört. Ich hole mir jetzt den Dackel. So, ja, ich hole mir gleich auch noch einen Dackel, das sag ich dir. Und dann hole ich mir meinen Rucksack wieder. Aber erstmal muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Da waren 250 Federn drin. Ja, ich muss meinen guten Rucksack hier erst noch suchen. Also da, wo das Zeug alle drin war. Ich sehe jetzt nur den leeren Rucksack. Der liegt aber in der Nähe der Straße sicherlich, wo dieses durchgeschnittene, kaputte Haus war. Ja, ja, davon gehe ich auch mal aus. Oh. Avo, pass auf. Was denn? Ich mache uns jetzt Knüppel und dann kriegst du einen besseren Knüppel, okay? Ja. Ich kaufe dir jetzt so lange nichts, aber ist okay. Naja. Ach, du bist schon unterwegs oder wie? Ich bin gleich schon wieder da. Beim Rucksack? Ich habe mir kurz einen Bogen gemacht. Ich habe mir unsere Knarre mal kurz ausgeliehen. Wir haben jetzt nur 5 Schuss für die Pistole, oder? Ja, dann reicht mir doch für den Hund. Ja, wenn er Freunde hat. Wenn er vielleicht noch ein bissiges Kaninchen kennt oder sowas. Das Killer-Karnickel aus Ritter der Kokosnuss. Das ist alles möglich. Dann hole ich Bugs Bunny. Es ist ja schon... Aber jetzt muss mein Rucksack in der Nacht alleine draußen bleiben. Ja, deswegen wollte ich meinen schnell holen. Oh nein, das wird ja doch. Oh nein. Du bist auch schon wieder auf dem Weg nach Norden, Xyra, oder wie? Nee, ich bin noch im Haus. Ich muss mir erstmal einen Bogen und ein paar Pfeile machen. Ansonsten überlege ich ja nicht lange. Ich weiß, der Hund war doch tot, oder? Nein, der mich getötet hat, der war durchaus lebendig. Hast du 2 Hunde gehabt, oder wie? Ja, ich habe mehrere Hunde da gesehen und mehrere Hornissen. Ich musste ja ständig Bögen schlagen. War ja alles gar nicht so einfach. Ach, was mache ich denn? Ich bin ja schon wieder total... Ach nee, doch nicht. Ja. Wir haben da aber auch jetzt gerade echt ein Pech hier, ne? Ja, oder? Ja, schon. Deswegen, ich muss mich jetzt erstmal hier so ein bisschen preparen und dann... Aber was sagtest du laut Patch Notes zum 1.6er? 4.6er? 4.6er? Ja, was?
ist der Zombie-Spawn, der Dauer-Zombie-Spawn ab Tag 49 erledigt, ne? Ja, der ist erledigt. Oh, genau. Abo, du bist in der Nähe von meinem Rucksack. Ich sehe gerade meinen Rucksack, aber ein bisschen weiter hinten muss dann auch... Hab ich da? Nee, doch nicht. Jo, jetzt spawnt hier direkt Zombie und Hornisse und... Ach, leg mir doch an die Füße. So. Will ich nicht. Rucksack, ich komm. Ich lass dich nicht allein. Das schaffe ich jetzt noch, bis es Nacht wird. Ach, bis außerdem es Nacht ist Abu da, der hilft mir. Ich bin an der Stadt... Deswegen bin ich gerade verwundert, dass du sagst, nein, nicht schon wieder. Und direkt eine Blutung, schon wieder ein... Ne, jetzt keine Bandagen dabei, keine Baumwolle. Ich kann ihn nicht mehr erschießen. Ich kann den Hund nicht erschießen, der hat... Das ist aber ich konnte den Hund nicht erschießen. War die nicht Hunde drin. Sind gerade ein bisschen, ne? Nicht übers Herz gebracht, oder? Nee, ich habe den nicht tot gekriegt. Der hat geblutet wie Sau. Da ist das Blut nur so gespritzt, aber der ist nicht umgefallen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt haben die Funpimps totalen Blödsinn gemacht. Also wenn so ein Blödsinn ist, nur noch, was willst du denn da noch machen? Du kommst an deine Sachen ja gar nicht mehr ran, weil irgendwie plötzlich ein Geisterhund auftaucht. Wenn du in meine Folge reinguckst, ich habe lange gestanden und wirklich die ganze Ecke abgesucht, ob da irgendwas ist. Ich habe lange wirklich nur gestanden. Und kaum bin ich kurz vor meinem Rucksack, da werde ich von hinten gebissen. Du, ich bin hier auf dem Hinweg auch super durchgekommen. Und ja, der Rückweg auf einmal überall. Der treibt sich da halt noch in der Nähe rum. Ja, aber ich habe vorher wirklich die ganze Ecke richtig abgesucht. Mit dem Bogen rangezoomt, die ganze Ecke abgesucht. Ich skille jetzt so lange Holzknüppel, bis ich, also ich bin gleich durch damit, bis wir Grüne herstellen können. Auch wenn es gerade echt doof ist, weil ich schmeiß die halt immer weg. Ne? Jetzt, ich weiß, die kann man auch verbrennen, aber ich habe echt keinen Bock, jetzt jeden Knüppel einzeln da zu verbrennen. Ich finde das langsam echt ein bisschen sehr bescheiden, dass man die Hunde überhaupt nicht mehr wird. Ja, und dass man sie vor allen Dingen auch erst dann sieht, wenn sie schon zugebissen haben. Ja. Ja, so ging mir das ja eben auch. Und vor allen Dingen in jeder einmal pro Sekunde ein Biss. Und nach drei Biss bist du tot. Ja, das ist schwierig, ne? Das geht mal gar nicht. Du kommst ja nicht dagegen an. Du kannst die nicht erschlagen. Du kannst sie offensichtlich nicht erschießen. Das muss ja der gleiche Hund gewesen sein, der uns jetzt die ganze Zeit immer schon gekillt hat. Von wegen der Ecke. Der hat von meiner alten Pistole schon richtig Kugeln gefressen, wie er dich angegriffen hat. Und der hat jetzt hier richtig Kugeln gefressen und der fällt immer noch nicht um. Ein kleines Stückchen habe ich aber noch. Hä? Also da muss man ganz klar sagen, wenn das Spiel in die Richtung weitergeht, dann versauen sich die Funpimps das, was die über Jahre aufgebaut haben. Dabei waren ja eigentlich recht viele jetzt. Wir haben Mika. Glücklich, ne? Wir haben Mika. Hier war eine Krankenschwester, habe ich gerade mit unserer Axt gekillt und wir haben jetzt einen Mika. Ja, das ist doch super. Ja, immerhin. Die erste gute Nachricht. Wo habe ich hier heil runterkommen? So, das heißt, da liegen jetzt mittlerweile drei Rucksäcke von mir. Ich versuche auch nochmal einen, um 16.45 Uhr. Oh, ich sehe meinen. Ich schaffe das noch. Ich gehe noch mal. Ich will eigentlich nur mal einen guten Rucksack haben. Ja, ich will auch nochmal einen guten Rucksack. Aber mittlerweile wird immer schwieriger, den zu finden. Definitiv. Vor allen Dingen, wenn die Geisterhunde auftauchen. So, okay. Scrap Iron haben wir hier doch noch irgendwo gehabt. Da oben. Du bist weg. Rucksack, ich liebe dich. Ich stelle uns drei Knüppel her, drei Reinforced Knüppel, ja? Und die packe ich in die mittlere Kiste dann rein, okay? So, 300er Knüppel in grün. Spucker. Ah, jetzt kriege ich gerade nicht alles mit. Hier so ein scheiß Spucker. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich zurückgelassen habe. Wie viel Gras brauche ich nochmal für den Bogen? Sag ich dir gleich. Bow. Drei. Okay, dann kommt mal hier ein bisschen und rüber. Und wie viel Holz? Sechs. Hast du mich gleich von hinten anzuschleichen? Oder ist es das wert, was da noch drin ist? Ich weiß es gerade nicht. Was habe ich hier denn jetzt so... drin? So, okay. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt... Ich habe euch Knüppel reingepackt. Ja. Jeden einem 300er, also ein 300er Knüppel mit Metall. So, mehr kann ich ja gerade noch nicht. Das muss reichen, teilt euch den gut ein. Den Beaker packe ich mal in unsere Essenskiste.
Also da liegt mein Rucksack noch mit drei verschiedenen Sachen. Ich glaube, einmal sind da Frames bei. Oh, wer läuft denn da mit der Taschenlampe? Scrap Iron Frames. Ich nicht. Bist du das, Nicole? Oh, hi, das bin ich. Habe ich die Taschenlampe an? Ja. Nee, habe ich. Bei mir habe ich sie jetzt an. Wolltest du mich von da oben beobachten, wenn ich zu meinem Rucksack gehe? Ich kann dann, gerne mitkommen. Wo ist denn der? Der wird mir nicht mehr angezeigt. So, ich komme auch mit in die Richtung. Ja, aber ich versuche zu meinem Rucksack zu kommen, ne? Wollte ich nur so sagen. Ja, ja. Es ist 17.30 Uhr, das ist auch keine gute Uhrzeit für so eine Aktion. Mein Rucksack ist auch weg, der wird mir nicht mehr angezeigt. Also jetzt geht es tatsächlich nur auf den alten. So, da haben wir die Harnisse, Vorsicht, oben links. Ja, ja, klar. Aber ich weiß ja, wo in der. Genau da irgendwo bin ich gestorben. Quick Waypoint. Okay. Habe ich mir jetzt einen Waypoint gesetzt? Ich lauf mal los. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich gerade auch nicht. Aber ich sehe hier. Rechts kommen zwei, Vorsicht, Abo. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade auch mal einen Waypoint gesetzt und versuche jetzt mal in die Richtung zu laufen. Und dann müsste ich theoretisch gesehen nur rechts hoch. Ich bringe das erstmal alles nach Hause. Jo. Nicht, dass ich wieder sterbe und das dann nachher. Ja, das Problem ist, 85 Wellen ist jetzt auch nicht mehr so geil. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt direkt auf der Straße gestorben bin. Das ist das Problem. Ich bin auf der Straße gestorben. Ich sehe gar keinen Rucksack. Ich weiß es, dass ich auf der Straße gestorben bin. Ich sehe auch gerade gar keinen Rucksack hier. Sind jetzt die ganzen Rucksäcke alle weg? Naja, weg. Ah, also da ist einer. Die spawnen ja nicht, oder? Da ist ein zweiter. Oh, das ist mein guter, sehr schön. Den wollte ich haben, jetzt kann ich nach Hause. So. Ich bin auf dem Weg. Bist du sicher, dass das deiner war oder nicht? Oder ja. Meiner? Okay. Ich habe einen Hund gesehen. Jetzt ganz schnell versuchen, in die andere Richtung zu laufen. Ja, super, du läufst gerade direkt an mir vorbei. Wer war denn das? Das bin ich dann wahrscheinlich gewesen. Okay. Ich laufe jetzt einfach unter der Hornisse runter. Die ist mir gerade lieber wieder Hund. Ich komme jetzt auch direkt nach Hause. Oh, die Hornisse finde ich ganz schrecklich. Ich laufe jetzt in die Stadt erst rein, aber ich habe gerade keine Ausdauer mehr. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich habe ja auch nichts zu trinken dabei oder so. Ach, da ist der Hund schon wieder und beißt mich. Töte ihn. Ging nicht. Ich hatte ja jetzt nichts. Ich habe nur schnell die Rucksäcke und dann gleich ab. Ich hatte noch nichts in der Leiste drin. Aber kurz Stamina verloren und schon habe ich von hinten einen Biss gekriegt und null Geräusche, null. Nicht mal Trippelgeräusche oder sonst irgendwas. Nee, die sind gar nichts. Wahnsinnig leichtfüßig hier. Das soll ja damit zu tun haben, dass die Funpimps aus Performancegründen gesagt haben, wir stellen die Anzahl der Geräusche ab, die gleichzeitig dargestellt werden können. Und dann kann es durchaus sein, dass ein quakender Frosch eine höhere Priorität genießt als ein Hund zum Beispiel und du deshalb den Hund nicht hörst. Dann ja, dürfen die sich auch nicht drüber wundern. Dann dürfen die sich auch nicht drüber wundern, wenn die. Ja? Oder wenn man bei einem ehemals guten Spiel sagt, das ist gerade aktuell nur noch Müll. Ja. Dann dürfen die sich dann wirklich nicht wundern, wenn die da so einen Blödsinn machen. Naja, die haben dann gesagt, hier maximal 7 Geräusche und das ist dann das Ding halt, ne? Dann sollte sie die Frösche an die Seite lassen, auch wenn es schön ist. Aber ganz ehrlich, die Geräusche sind nicht das Performance-Problem. Absolut nicht. Auf manchen Rechnern hat das vielleicht ein Problem gemacht, mit den Geräuschen. Nein, also ich hatte das. Ein so blödes Gefühl dabei, dass ich jetzt schon wieder in die Stadt reinlaufe. Ich stehe jetzt schon wieder hier unten an der Kante. Ja, ich bin diesmal mit einem Rucksack relativ weit gekommen, also diesmal könnte ich Glück haben. Na, ich bin jetzt gerade erst wieder an der Straßenkreuzung unten und muss halt, Ich habe mir dann ein Fähnchen gesetzt, wo der ungefähr ist, 85. Mhm. Und vor allen Dingen, Ausdauer wird ja nicht besser, ne? Also nee. Wellness. Ja, ich wundere mich auch, dass ich immer noch 70 Wellness habe. Ich bin da jetzt viermal gestorben oder so. Ja, aber wenn ich nochmal sterbe, habe ich auch nur noch 75 dann. Ja, bis noch 85. Ja. Und pass auf den ab Hund 70 wird es echt schwierig. Jetzt, wenn ich ihn sich sehen würde. Den spürst du nur. Das ist. Ich habe den ja eben gesehen. Ich habe mir auch schon gedacht. Also vielleicht hast du Glück. Ja, ich sehe ihn. Da ist ein Köter. Der ist genau auf der Straße, wo ich hin muss. Ich schieße ihn jetzt an. Shit, ich treffe ihn nicht. Ich habe nur noch 5 Pfeile. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Hast du mich noch getrackt?
Ich habe nie aufgehört damit. Jetzt rennt er da vorne doof hin und her, aber kommt nicht auf mich zu. Das gefällt mir nicht. Das ist aber insofern gut, weil dann würde ich sagen, wartet einfach mal ganz kurz. Wenn ich nämlich an meinem Rucksack dran bin, dann habe ich eine Knarre. Verstehst du? Ja. Und sogar ein bisschen Munition. Na, wollen wir mal gucken, ob wir den Dackel da nicht noch eine Seite kriegen. Wo also der rennt da vorne fest? Auf der Straße, nach links und nach rechts, nach links und nach rechts, nach links und nach rechts, irgendwo so. Und du kommst jetzt nicht an deinen Stab ran? Ich müsste durch ihn durchlaufen. Das kann aber ich du ja weißt, wo er ist, dein Stab, oder was? Der wird da vorne irgendwo sein. Jetzt gerade kriege ich irgendwie einen Besuch vom Spider-Zombie von irgendwo. Oh shit, jetzt läuft der Hund in irgendwo. Jetzt, pass auf, der läuft jetzt über die Wiese wieder, der Hund, ne? Irgendwie. Es ist 7:30, ich muss mal irgendwas machen hier. Ich befürchte, das schaffst du auch nicht. Oh, jetzt mehr. Kommt der Köter auf mich zu. So, wo ist jetzt meine. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier Zombie-Freiheit haben. So, Knarre, da. Okay, Hund ist tot. Super. Ich hab mir aber auch gut erwischt. Ich hab da zwei Knarren gehabt. Wo ist meine zweite? Ich hoffe, dass der einzige Hund. Oh, ich habe nur noch 15 Ausdauer. Ich darf jetzt nicht stehen bleiben, ey. Oh, 10. Nee, ich hab eine Knarre verloren. Ich habe den letzten Rucksack nicht wiedergefunden. Ich muss jetzt auf Ausdauer warten, ne? Und hier sind überall Zombies. Auch wenn es nur Kriecher sind, aber hier kommt ja leider was anderes. Ich bin jetzt aber bei dir. 40, 45, 49, 50. Ich laufe mal ein paar Kriecher? Meter. Ja, achso, da bist du, okay. Ja, lass die Kriecher einfach. Ich laufe geradeaus weiter. Ich war noch nicht beim Rucksack. Ja, ich wollte nur gerade mal Knüppel noch holen. Hier müssen noch links einer von meinen Rucksäcken sein. Ich sehe meinen. Ja. Hier ja. Links. Was? Ich sehe meinen Rucksack. Da müsste auch noch einer von meinen sein. Hier weiter links rein. Ich glaube mal, dass das meiner ist hier. Ja, alles klar. Rare. Dann nochmal einmal schnell gucken, wo sind wir denn hier? Also hier nebenan ist, hier ist ja irgendwie ein Geschäft gewesen, wo aber die Mauer aufgerissen ist, ne? Wo wir hier gestorben sind. Ja, und das hier nutzt uns jetzt dummerweise gar nichts mehr. Doch, das ist scheiße, das ist ein Buchladen, ne? Hast das du ihn ist, gefunden? Ja, dann drin. Aber und der fehlt, die Hälfte fehlt. Die Hälfte von dem Buchladen ist weggerissen worden. Wie die Hälfte? Ist, ja, guck den dir doch an. Das hast du doch aber schon gesehen, als wir kurz bevor wir gestorben sind. Nein, habe ich nicht. Wo bist du denn? Guckst du auf der Karte? Ich bin direkt neben dir. Huh, ja, da ist aber nicht schlimm, weil da unten ist Wasser. Wo bist du denn reingekommen? Hier? Super. Nee, andere Seite. Naja, Hauptsache du bist halt irgendwo. So, Hunting Rifle können wir herstellen. Willst du eine Sniper lernen hier? Hier liegt eine Sniper-Rifle-Mechanik drin. Ja, können wir gleich machen. So, mach halt so und dann nehme ich mit. So. So, hier, wo du gesagt hast, hier fehlt die Hälfte, da unten ist Wasser. Das ist also insofern relativ. Wo hast denn das Buch liegen? Hier. Bei mir. Ja, ich habe es hier oben reingepackt. Jo. Da liegt nämlich noch so ein Kopfbehaarung drin, die habe ich eben gerade auch gelernt. Aber uns fehlt trotzdem der halbe Laden hier, ne? Das ist aber insofern egal, weil die nur unter den Laden kommen. Es geht darum, dass uns ungefähr 40 Bücher fehlen. Ja, das ist schon darum wichtig. Darum geht es mir irgendwie und das ist ärgerlich. Kann ich verstehen. So. Das heißt, wir haben jetzt, aber wir können das Leder hier auch mitnehmen, wo wir es doch schon mal hier haben. Das was? Das Leder. Ah, okay. Wollen wir zurück? Würde ich jetzt sagen, ja. Wo wir hier sowieso fertig sind. Ist es dafür nicht ein bisschen Shotgun. Spät? Super. Hast du denn soweit dann jetzt alle durch? Ja. Also die lag hier nicht im Regal. Die lag hier in dem Papier, Dings da auf dem Boden war. Krass. Mhm. Warte mal, ich nehme das Leder auch nochmal mit. Ach nee, kommt nur. Ach doch, Leder. Ja, okay. Willkommen. Läufst du mir dann jetzt gerade mal nach und guckst auch ein bisschen auf die Umgebung, ob du da noch einen Rucksack siehst? Ja.
Ah, da ist ja auch noch einer. Oder nee, ist das deiner hier? Es kann auch sein, dass warte mal, das ist meiner gewesen. Warte mal, warum ist der nicht verschwunden? Weil da noch zwei Binden drin sind. Okay, alles da, jetzt sind sie weg. So. Es kann auch sein, dass ihr noch einen findet mit diesen Scrap Iron Frames, waren das, meine ich, und Spikes und ich glaube noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau was. Du bist hier hochgelaufen, wirklich? Hier bist du entlang gelaufen. Ich bin, naja, ich habe jetzt nur geguckt, wo ich hier überhaupt schon auf der Map frei habe. Ja. Ob hier noch irgendwo ein Rucksack liegt, weil da wäre eine Knarre drin. Naja, ich weiß nicht, als ich gestorben bin, bist du bis hierhin echt noch gekommen? Weil du bist doch kurz, du bist doch 5, 6 Sekunden nach mir gestorben. Nein, den Rucksack habe ich schon, aber ich bin ja schon zweimal wieder hingegangen. Achso, pass auf. Ja, ich sehe. Ja, Spucke, hau mal lieber ab. Aber ich sehe hier keinen Rucksack mehr. Du, wir haben nur eine Stunde, lass uns mal bitte direkt abhauen. Wir schaffen das uns nicht mehr. Dann auf die Wertung. Wenn die hinter uns sind, ist vorbei. Bist du bei mir? Ich bin wahrscheinlich vor dir. Ich sehe dich gerade nicht auf einmal, weil du vor mir bist du nicht. Ich sehe dich. Boah, über den Rasen will ich nicht, weil da war ja vorhin auch ein Hund. Ich höre dich jetzt auch. Ich stöhne und spreche ja auch. Ich glaube, das war die ganze Zeit der gleiche Hund. Das kann durchaus sein, dass das der gleiche Hund war. Dann ist es aber ein ziemlich penetrantes Vieh gewesen. Das war ja Todeshund. Der war wirklich. Weil, wie gesagt, also der hat Kugeln gefressen ohne Ende. Mit dem Knüppel hast du ihn nicht erwischt. Ne, da war er zu weit weg für, obwohl er dich gebissen hat. Ich habe keine lange Schnauze hat er gehabt. Ich kann da was trinken. Aha. Ich habe ja könnte ich was jetzt zu trinken. Ich hab aus dem alten Haus ganz viel Bier mitgebracht. Was war das hier? Kaffee, ne? Wir besoffen uns da erstmal. Nach dem Tag brauche ich auch was. Das ist echt unglaublich. Warte mal, da kann ich mal reingucken. Ja. Hier ist noch ein Glas drin. Oh, wir haben einen lila Einkaufskorb. Das ist schön. Juhu. Aber es ist doof, dass uns der halbe Buchladen da weggespült worden ist. Auf jeden Fall. Und du solltest dich jetzt auch ein bisschen rein. Hast du Kaffee da? Ja, mir ist aber aufgefallen, dass mich beeilen sollte. Das werde ich ja wohl noch schaffen jetzt. Da ist nämlich eine Zombie-Tante. Ja, lass sie doch. Soll ich ihr Kaffee geben? Nee. Ja. Für die paar Meter brauche ich keinen Kaffee mehr, du glaube ich. No, hatte nix. Dann lass mal laufen. Aber zumindest haben wir unsere Sachen wieder. So, 20 Minuten. Das werde ich ja wohl noch schaffen, ne? Ja, ich denke mal schon. Ja, wenn ihr die Beine in die Hand nehmt. Ich habe noch meine Pistole. Mir fehlt jetzt halt nur dadurch, dass wir den einen Rucksack nicht mehr gefunden haben. So ein ganz klein wenig. Oh, Krankenschwester, warte mal. Dann mach du die, ich lauf weiter. Ich schlag da durch. Ja, dann hau ab da. Wir haben nur noch ein paar Sekunden, ne? Dann ist 22 Uhr. Und solange du neben mir stehst. Die Schwester hat keine Sekunde mehr. Ach wo? Ja. 10 vor. Wo bist du? Ich mache hier gerade den Leuchtturm für euch. Ich bin quasi hinter dir. Ja, er ist dir auf den Fersen. Ah, ich glaube, ich sehe deine Lampe. Ich glaube, ich sehe sie. Ich auch. Ehrlich? Geil. Ja. Warte mal, ich mache jetzt cool. Ein Foto davon. Und sieh das Licht, das da leuchtet. Ja. Ich sehe aber keins. Du stehst auf dem Dach, auf dem Schornstein. Ja. Du bist der Schornstein quasi. Ich bin quasi der Schornstein. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe Ausdauer, aber ich kann nicht mehr laufen. Boah, ist das öde. Was leuchtet denn da hinten? Was ist denn das da? Na ne. Böser Zombie. Ja. Wo ist er denn? Weg. Ist weg. Nicht wirklich. Wieso sehe ich denn? Er ist noch nicht ganz weg. Wieso sehe ich denn da nicht mich? Siehst du es jetzt? Nein. Okay. Dein Licht sehe ich nicht. Da brauche ich immer eine Fackel. Ja, aber ich glaube, es gibt auch einen Bug. Da hinten leuchtet mich etwas, wenn ich dahin gucke, im bestimmten Winkel. Und das ist oder war das der Mond? Ah, jetzt sehe ich dein Licht. So, wo ist denn jetzt der Eingang? Oh, was bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Hier bei mir. Hui. Ah, da ist er. So war den Eingang. So, kommt rein. Ja, es ist dunkel. Ehrlich, dann. Ich komm mit meinem dicken Hinter nicht rein, es tut mir leid. Ja. Oh, endlich wieder da rein, ey. Ja. Wunderbar. Boah, okay, das war aber auch echt eine schwierige Aktion, ey. Das ist aber auch letztendlich wirklich dem zu schulden, dass man den Hund nicht schlagen konnte. Ja. Und
dass er Kugeln gefressen hat ohne Ende. Ich lese jetzt gerade mal, ich habe da eine Nachricht gefunden. Ja. So, mit so einer Quest. Und man hat mir gesagt, lesen kannst du sie, du darfst sie nur nicht akzeptieren, weil dann läuft sie auch halt, ne? Und ich glaube, es richtig. Bringt halt einen Skillpunkt, wenn du sie erledigst, und wenn du es innerhalb von 15 Minuten erledigst, 3 Skillpunkte. Was okay. haben wir denn hier? Zombie-Cops killen. Ja, nee, danke. Also jetzt nicht mal eben so. Sonst gerne mal später, wenn ich sage, ja, jetzt würde ich ganz gerne ein paar Cops killen. Zombie-Cops killen. Boah, verdammt, ey. Muss man aufpassen, was man sagt, ne? Absolut. So, jetzt bringe ich hier erstmal ein paar Sachen wieder an die Seite. So. Ja, wir haben schon wieder Nacht, aber wir haben auch 25 Minuten und insofern haben wir das auch ideal abgepasst, würde ich sagen. Echt? Ja. Gott, ging das schnell rum. Schlimm, ne? Ja, sterben ist unheimlich, also kriegt man die Zeit schnell. Sterben ist unheimlich anstrengend. Kriegt man unheimlich schnell die Zeit mit rum. Absolut. So. So, und die Sachen, die packe ich jetzt erstmal alle an der Seite. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und sehen würde ich auch sagen, Folge ja. Lieber, ne? Jo. Jo. Ich kann ja vielleicht mal den Beaker hier irgendwie aktivieren oder so. Dann können wir uns schon mal Antibiotikum machen oder sowas. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. Genau. Weil da kann man dann auch die Leute so ein bisschen verstehen, die mittlerweile richtig am Schimpfen sind, ne? Ja, klar. Dagegen ist ja meiner einer so ein zahmes Lämmchen. Mhm. Gegen dem, was da so andere Leute schimpfen. So, okay. Den Knüppel müsst ihr euch mal aus der Kiste holen, aus der mittleren. Hab ich schon getan. Okay, also da liegt immer noch einer drin, deshalb. Ja, ich bin ja nicht so schnell. Denn gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.